In 5 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld die B7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Willkommen zurück bei talradler.de. Wir sind wieder am Robert-Daum-Platz und wollen heute auf Nebenstraßen in die Südstadt. Zunächst fahren wir durch die Moritzstraße. Dann biegen wir rechts in die Simonstraße ein. Durch die Senefelder Straße geht es dann in die Arenberger Straße. Auf der Güterstraße unterqueren wir die Bahngleise. Links geht es jetzt ab in die Viehhofstraße. Diese Kreuzung hier sollten wir allerdings mal im Hinterkopf behalten, die könnte nachher noch wichtig werden. Wir folgen der Viehhofstraße und erreichen bald die Südstadt. Natürlich kann man hier hoch auch die Tannenbergstraße nutzen, aber gerade für ungeübte Radfahrer kann diese Route ein guter Einstieg in das Radfahren in Wuppertal darstellen. Habt ihr euch die Kreuzung gerade gemerkt? Von hier aus kann man nämlich auch über den Schwarzen Weg die Samba-Trasse erreichen und das ohne den großen Anstieg im Zooviertel. Auf der Samba-Trasse wiederum kann man dann den Haner Berg, Kronenfeld, und die Innenstadt von Kronenberg erreichen. So, das war's für heute. Morgen gibt es an dieser Stelle eine Routenempfehlung für die Nordstadt.